Nummer 5. Elektronischer CISA-Tresor mit Tastenfeld an der Tür, das während der Benutzung aufleuchtet. Außerdem verfügt er über akustische und optische Signale, die den Batteriestand anzeigen und die Digitalisierung des Codes erleichtern und Fehler vermeiden. Der Tresor verfügt außerdem über eine Beleuchtung und bewegliche Einlegeböden. Ein zusätzliches Schutzsystem ist die Manipulationssperre. Die verwendeten Schweißnähte sind sehr robust, mit einem Anti-Bohrer-System, und die Lackierung ist korrosionsbeständig. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 4. Modell CISA Darwin mit modularer Tresorfront. Die Stahlfront ist 10 mm dick. Die Dichtungskomponenten werden mit starken Schweißnähten zusammengefügt. Er verfügt über vernickelte Stahldrehbolzen mit einem Durchmesser von 22 mm und einer speziellen hochfesten Einbrenn-Korrosionsschutzbeschichtung. Er verfügt über eine Schlossschutzplatte aus karbonitriertem Stahl sowie ein Schloss und Mechanismen, die direkt an der Tresortür befestigt sind. Nicht vorstehende Öffnungselemente sind in Ruhestellung. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Es handelt sich um einen dunkelgrauen Wandtresor aus Stahl mit den Maßen 42x30x25 cm. Er wird mit einem Schlüssel geöffnet. Es handelt sich also um einen Tresor, der in Bezug auf das Schloss nicht zu fortschrittlich, aber dennoch robust ist. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Es handelt sich um einen Wandtresor mit einem elektronischen Tastenfeld. An der Tür befindet sich ein kleines Tastenfeld, über das wir unseren Sicherheitscode eingeben können. Das Material, aus dem er hergestellt wird, ist Stahl und er verfügt über ein Schutzsystem im Schloss, das als Einklemmschutz bezeichnet wird. Seine Abmessungen betragen 27x40x22 cm. Für den Fall, dass die Batterien leer sind, wurde ein Kabel entwickelt, das, extern angeschlossen, die richtige Ladung liefert, um den Code einzustellen und die Batterien zu wechseln. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Wenn Sie den Safe gemeinsam mit anderen Personen benutzen wollen, ist dies der richtige Safe für Sie. Es handelt sich um einen 10 bis 12 mm dicken Stahltresor mit stabilen Schweißnähten, und die Komponenten, aus denen der mechanische Schlüssel besteht, haben umlaufende Bolzen von etwa 22 mm Durchmesser. Er besteht aus einer Dreiknopfkombination, bei deren Betätigung die Knöpfe aus der Tresortür herausgezogen werden, auf denen eine Reihe von Zahlen von 0 bis 9 steht. Die Knöpfe drehen sich zu den drei von Ihnen gewählten Zahlen, die zusammen mit dem Doppelbartschlüssel Ihren Tresor öffnen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.